Jo, hi und damit herzlich willkommen zu Little Nightmares. Jo, ist heute rausgekommen, mal gucken, was es ist. Es hört sich erstmal nach Nightmare an. Man spielt hier so ein kleines, ich sag jetzt mal Regenmantelmännchen 6 in einer, ich glaube, Unterwasserwelt. Zumindest irgendwas mit Wasser sieht man hier auch. Und ja, schon gestolpert an der Dose, bam. Ja, lass mal gucken, worum es hier geht. Was war das? Ich dachte, es wäre irgendwie so ein... keine Ahnung. Haben so ein Feuerzeug, mit dem kann man hier rumgucken. Gruselig ist es noch nicht. Ah gut, das kann man anzünden. Sehr gut. Tür. Wenn das eine Tür ist. Ich will jetzt nochmal eben hier gucken, weil... ich glaube, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man hier nichts verpasst. So, die kleinen Dosen, geht mal weg. Ich hoffe, dass das Feuerzeug ewig brennt und wir hier nicht irgendwie... okay, hier kommen wir sicherlich nicht weiter, aber hier in diesem kleinen Koffer haben wir gepennt, oder was? Na gut, also gucken wir mal. Dose technisch. Voll gut gemacht. Das Männchen gefällt mir schon mal super. Ah, es wird ja übel, ne? So Taschenlampenfeuerzeug Games. Na gut. Und dann heißen sie auch noch Little Nightmare. Also irgendwie. Ja, genau. Das wankt hier alles, ne? Hin und her. Also scheint wirklich unter Wasser zu sein. Oder irgendwie so ein Schiff oder irgendwie sowas. Mal gucken. So. Greifen und aufmachen. Jo. So. Reinkrabbeln. Feuerzeug geht nicht. Doch. Ja, die Atmosphäre ist schon geil hier. Also mit dem ganzen Licht und so, das ist schon gut gemacht. Runtergefallen. Kommt man da durch die Tür? Nein, oder? Nee, komme ich gar nicht ran an das Rad. Ah, oh, ist cool gemacht. Gefällt mir schon mal gut. Die ersten paar Minuten sind schon nice. So, Treppe hoch. Treppe hoch. Nicht runterfallen. Okay, noch so eine Tür. Da kommen wir aber immer noch nicht ran, ne? Könnten wir rauf? Ja. Oh, was steht da hinten für ein Männchen? Müssen wir alle kennenlernen hier. Die sind bestimmt alle sehr nett, wenn das Little Nightmares heißt. So, wer bist du? Kann man dich anschauen? Oh, dich kann man mitnehmen, alles klar. Aber was bringt es? Okay, Krabbeln brauchen wir nicht mehr. Eine Tür. Okay, da scheint Licht rein. Stell dich mal dahin. Okay, scheinbar können wir ja da oben. Achso, kann ich das Ding mitnehmen? Glaube ich nicht, ne? Mal greifen. Nee. Kann ich mit dem Ding springen? Nö, rauflegen auch nicht. Egal. Kommen wir da an das? Nee, auch nicht. Gut, und hier raufspringen direkt geht auch nicht, oder? Oh. Kann man das hier ausklopfen? Deo, deo. Egal, wir gehen mal rein. Gehen wir rein? Nö, wir gehen da gar nicht rein. Gehen wir doch. Oh shit, okay, das Männchen haben wir jetzt nicht mitgenommen. Kann man auch, klar, scheinbar. Alter, hängt da einer? Oh, das ist ja richtig nice hier. Okay.
So, Abschiedsbrief hat er auch, also wahrscheinlich Selbstmord. Okay, also wir kommen da bestimmt nicht an die Türklinke ran. Stuhl wahrscheinlich, ne? Stuhl hinschieben oder sowas. Müssen wir ihm den wegnehmen, den braucht er eh nicht mehr. So, Tür ist offen. Das ist so ein Riss in der Wand, oder was ist das? Dahinter läuft eine Maschine. Okay. Mit so Griffen dran. Also ich meine mit Spuren dran und einem Griff. Kriege ich das Ding auch auf? Ne. Doch. Aber was sind das für komische Dinger? Ah, geil. Kann man hochkrabbeln wahrscheinlich, oder? Wollen wir das schon? Ich weiß nicht. Oh, man muss auch gucken, wie tief darf ich fallen. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Licht an, ne? Weil hier hinten rum kann man ja irgendwie auch noch laufen. Okay, kann ich da rein? Ja. Da ist dieses Viech reingelaufen, was immer es ist. Okay, das können wir... Ach so, das ist so ein... Aha. Ist jetzt nicht böse, ne? Hallo? Stört auch überhaupt nicht. Ich kann durch das durchlaufen, na gut. Mal eben gucken. Kann ich das Ding irgendwie kibbeln oder so? Ne, aber hier komme ich doch rauf, oder? Kann ich auch so rumkrabbeln? Nee. So, und rauf komme ich auch nicht. Ich lasse das mal hier, ne? Weil er ist ja ganz nett. Habe ich ihm ein bisschen was Gutes getan. Achso, und durchkrabbeln. Okay, ich krabbel den Kühlschrank hoch. Mal gucken. Okay, ekelig. Was ist das für ein Scheiß? Ich geh mal weg. Das gefällt mir gar nicht, wie so ein Blutegel. So, schwupp. Komm ich da ran? Nein. Doch. Hilft mir aber mal gar nicht. Da ist noch so ein Blutegel-Ding, ne? Oder? Ja. Alter, ekelig. Ich glaube, die dürfen mich nicht kriegen, oder? Boah, krieg ich schon leicht Gänsehaut, ekelig. So, da mal ran. Tür auf. Okay. Es ging aber irgendwie noch in die andere Richtung weiter, oder? Wenn ich loslasse, geht das bestimmt wieder runter. Nee. Was war mit der anderen Richtung? Soll ich hier nochmal vorbei an den Blutegeln? Das ist zwar ekelig. Ich will auch nicht erwischt werden von den Biestern. Mach mal Licht an. Ja, die kommen hinter mir her, sind echt Blutegel. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, will ich hier irgendetwas runterrutschen? Da oben kann ich da nicht ran, oder? Nee. Okay, irgendwie vergebens, aber egal, wir haben die ganzen freundlichen Blutegel kennengelernt. Na komm. Die sind sehr langsam, aber auch echt ekelhaft. So, und rüber. Achso, Licht kann ich nochmal anmachen. Ich weiche den mal aus. Ich glaube, ich kann die bestimmt nicht bekämpfen. Ja, ihr seid eklig. Gut, die Tür ist noch offen oder muss ich sie nochmal aufmachen? Das Gitter ist offen geblieben, okay. Okay, was heißt das? Schnell sein oder?
Okay, habe ich gar nicht beachtet. Okay, Tür ist zu, dankeschön. Tja, wie kann das gehen? Ich gehe nochmal runter. Da geht's nicht lang. Hm. Flup. Also ich muss also hier irgendwie raufkrabbeln. Oh, schien sie. Ah, okay. Oh, cool. Da läuft wieder so ein Männchen weg. Okay, lass mal gucken, ob wir das Ding. Oh, shit. Wie voll schmutzig. Oh, das war jetzt nicht so geil. Oh, scheißen Dreck. Alter, blutegel.de. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Da hab ich. Da sind auch noch welche. Leute, ist das shitty. Okay. Geht weg, ihr ekelhaften Teile. Oh, ich will nicht erwischt werden. So, komme ich jetzt hier irgendwie raus, bitte. Oh. Oh, fast abgestürzt. Mann, da habe ich ja nochmal Glück gehabt, ey. So, mach mal Licht an. Die kleinen Männchen hier. Kann ich das... Kriege ich das auf irgendwie? Nö, ne? Vielleicht weisen die Teile mir auch irgendwie so ein bisschen den Weg, ne? Oder? Kleine Mützchen. Okay, wo geht's hier lang? Nirgends außer darüber, aber da hinten ging es ja auch noch irgendwie ein kleines Stückchen weiter. Ich guck nochmal. Das ist aber dann auch schon Ende Gelände, oder was? Jo. Okay, also müssen wir darüber jumpen. Ups, komm, mach mal Licht wieder an. Tap, tap, tap. Oha, kann ich darüber springen? Hm, schauen wir mal, oder? Okay. Oh, böse. Hm. Hat eine gewisse Zeit, aber wofür? Also, müssen wir mal erstmal gucken, wo das überhaupt aufgeht. Ich vermute mal, da drüben, oder? Ja. Das schafft man so jetzt nicht. Kann ich da irgendwas reinpacken? So, blockiertechnisch habe ich nichts, ne? Das ist ja shit. Ah, halte E. Okay. Machen wir. Komm. Ah. Oh. Nicht geschafft. Okay, müssen wir nochmal durchrutschen. Das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Okay, nochmal Licht an. Okay, also rutschen nicht vergessen. So, wir rennen los. Und rutschen, yeah! Okay, geschafft. Puh. Hm. Kann man das aufmachen? Das geht auf und Männchen kommt raus. Na gut. Hm.
geht nur so klappetechnisch auf. Flupp. Da kann man noch aufkrabbeln, oder? Bringt mir aber nichts, oder? Ich glaube nicht. Mal gucken. Nö, weiter geht's nicht. Doch. Okay, geht's hier irgendwo hin? Nö. Oder? Nein. Okay, krabbeln wir daher. Dangarus, oh. Miese Musik. Ach du Scheiße, wer läuft da unten rum? Irgendwas mit Käfig? Ne, warte mal. Kann ich an dem Ding hier ziehen? Nein. Oder? Nein. Okay, wir krabbeln rauf. Ups. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie abgehauen sind oder... Immer wenn man so ein Lämpchen da macht, wird irgendwie gesaved, ne? Kann Zufall sein. Dahinter ist Ratten, okay. Pff. So. Was ist das hier? Elektro? Hm. Muss das Ding erstmal ausschalten da oben, oder was? Achso, hier den Schalter natürlich betätigen. Okay. Und dafür nehmen wir uns mal schön die Klopapierkiste, oder? Ja. Also vom Handling super gemacht, finde ich. Also bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf, dass ich zu doof war. Also wahrscheinlich auch wieder so ein Timing-Ding, oder? Ja. Lauf, renn! Oh, und durch, komm, 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 komm. Ja. Und jetzt ist es gleich wieder an, oder? Eine Wippe, Schaukel. Bauklötze. Geht einfach Licht an und eine Lok entlang. Wer raucht denn hier? Okay. Verstehe. Wieder Strom. Strom kommt woher? Von hier irgendwo da drüben. Der ist der Schalter da, oder was? Ups. Oh. Hat einen Ball mitgebracht. Was passiert, wenn ich die Klötze darauf lege? Lock entgleist. Achtung. Schau mal zu. Okay, fährt einfach durch. Okay, Lecco mio. Hm. Ich vermute ja mal, dass ich hier irgendwie so übelst Jump'n'Run-mäßig rüberspringen muss. Ja, ich kann mehr Schubladen aufmachen. Okay, sehr cool. Ich bin oben. Hm. Shitty shit. Das wollte ich natürlich eigentlich nicht. Ich will wieder zurück. So, ist nice, aber ich brauche kein Klopapier. So blöd, weil ich muss jetzt wieder da drüben rüber. Was jetzt eigentlich kein Thema ist. Na komm. Okay. Let's run. Gas, yeah. So, was ist mit der Wippe? Oh, touchy. Ich denke mal, ich kann hier irgendwie über die Wippe gehen und dann an die Schaukel. Die Wippe wippt gar nicht, okay. An die Schaukel kommen wir vielleicht auch so, oder? Kurz gucken. Nö.
geht nicht. Und die hier? Die geht. Und die? Nicht? Kann ich denn hier irgendwie weiter rauf? Ja. Und dann? Gar nichts. Oh shit. Warum gehst du nicht auf, du kleine hässliche Kommoden Kikifatz? Also kann ich vielleicht... Was bringt das, auf der rumzufahren? Ich wüsste es jetzt nicht. Aber hier, das ist natürlich sehr nice. Ah, das dreht sich irgendwie. Okay, ich kann es auch selber drehen. Okay, cool. Hab nur noch keine Idee, was mir das bringt. So, mach mal Licht an hier. Da komme ich rauf. Ich kann aber jetzt auch nicht irgendwie... Ich kann mich da festhalten, aber ich kann jetzt hier irgendwie nicht weitermachen, ne? Okay, die bleibt stehen. Ach, die bleibt richtig stehen. Okay, ich habe sie so gesehen kaputt gemacht. So, ich denke aber mal, dass ich ja den Strom abschalten muss und der ist der da oben, oder? Nee, nicht reinschieben. Das war schon ganz nice. Aber hier komme ich das so rauf, ne? Und komme ich hier auch noch rüber, noch weiter rauf. Geht auch nicht. Okay, ich kann natürlich die ganzen Bauklötze bewegen. Der Ball ist auch irgendwie nice, aber ich habe noch keine Idee. Also Holz ist egal. Ist ja irgendwie aus Blech, ne? Aber... Kann ich nicht aufziehen. Das Ding kann ich auch nicht aufziehen. Also ist die einzige Möglichkeit hier ran. Und hier weiter rauf, an den Knöpfchen vielleicht. Komm, spring! Ja, das geht irgendwie. Und jetzt nochmal, oder? Nö. Und aufziehen geht auch nicht und runter auch nicht. Ich kann wieder zurück. Da oben sind noch mehr Bauklötze. Hief an. Nein, flupp. Komm. So, mehr Bauklötzchen und die Spieluhr. So, machen wir mal Licht an. Was ist denn hier hinten? Eigentlich nur so Regale, aber da kann ich auch nicht ran. Achso, da ist noch eine Kiste. Kiste vielleicht irgendwie ziehen. Irr, wer bist du denn? Ein kleines Püppchen. So, die Kiste kann ich aber nicht ziehen, ne? Oder? Ne. So, irgendwie gruseligen Augen, oh, Händchen, okay. Mhm. Was ist mit den Schaukeln? Da komme ich doch so ran, oder? Jo. Okay, kann ich die hin und her schaukeln oder so? Hat keinen Bock, wenn ich mich festhalte. Ah, Moment mal, ich könnte ja hier rüber. Geht das? Komm. Ja. Und da irgendwie rüberspringen, hätte ich jetzt gedacht. Nö.
Irgendwie kriege ich es nicht geknackt, ne? Jetzt. So, Knöpfe hochkrabbeln ist auch nicht. Ich kann auch nicht so richtig. Oh, jetzt habe ich die total kaputt gemacht. Okay, also, die ist aber aus Blech. Kann ich da einen kurzen machen? Ne, der Ball ist doof. Das ist doch nur eine Kiste hier, ne? Ah, shit. Für mich ist das Ding da oben der Schalter. Aber wie sollte man da hinkommen? Wirklich zu. Brauche ich wirklich irgendwas aus dem anderen Raum? Habe ich da was übersehen oder was? Aber warum sollte ich hier wieder zurückgehen wollen? Was haben wir denn hier Verrücktes, was ich mitnehmen wollte? Klopapierrolle. Man hat nämlich ziemlich viel Zeit, ne? Okay, die lassen mich damit nicht durch. Dankeschön. Was sollte ich da machen? Keine Ahnung. Ach, muss ich beide gleichzeitig schaffen? Ah, das wäre es natürlich. Okay, da darf man dann wahrscheinlich nicht stolpern und so weiter. Ja, so ist es. Okay. Das habe ich nicht gecheckt. Alles gut. Ich muss beide Stromkreise werden dadurch unterbrochen. Deswegen soll ich rennen. Verstehe. Ja, stolpern darf man natürlich nicht. Schnell, 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 schnell. Yes, so geht's. Alles klar, gut. Ich sag's mal so, das muss mal reichen für diese Session, okay? Also, mehr dann halt beim nächsten Mal, ne? Bis dann. Ciao.